Unsere Segelsaison 2017 beginnt mit einem Turn nach Vlieland. Zunächst geht es von Rumpott 71 Meilen mit wenig Wind nach Eimeuden. Anschließend von Eimeuden nach Texel, Odeschild. Von Odeschild dann außen um Texel herum nach Vlieland. Die Rumpottschleuse können wir nur bei Niedrigwasser passieren, weil die Brücke darüber nicht geöffnet werden kann. Unsere Durchfahrtshöhe beträgt 21,50 Meter. So ist es für uns nur möglich, 2 Stunden vor und 2 Stunden nach Niedrigwasser da durchzufahren. Nachdem wir unser verklemmtes Rollgroßsegel klariert haben, motoren wir in Richtung Maasmund. Wir bekommen sogar etwas Wind und können wunderbar segeln. Hier drüben ist Scheveningen gut zu sehen. Da das Wetter aber toll ist und die Strömung genau passt, fahren wir weiter nach Eimeuden. Hier kann ich vielleicht einmal kurz die Instrumente erklären. Links die obere Anzeige 6,1 Knoten, das ist unsere Bootsgeschwindigkeit momentan durchs Wasser. Darunter die Anzeige SOG, Speed Over Ground, 7,8 Knoten. Das heißt, wir haben 1,7 Knoten Strömung mit uns. Wir haben die Mole von der Einfahrt nach Eimeuden. Wir sind erst um 5:30 abends in Eimeuden fest. Es ist für uns nur ein kurzer Übernachtungsstopp. Auf dem Rückweg wollen wir uns hier in Eimeuden etwas mehr Zeit lassen. Das Wetter passt gerade so schön und so laufen wir am darauffolgenden Morgen gleich um 9:30 mit der Strömung in Richtung Texel aus. Nach der ersten Morgenbrise schläft der Wind zunächst wieder ein und wir bergen die Genua. Der enorme Flugverkehr erinnert uns daran, wie dicht wir an Schiphol vorbeifahren. Man hat das Gefühl, die Flieger landen direkt hinter den Dünen. Winddreher zwischen der Insel Texel und Den Helder, wie wir hier reingefahren sind, zwischen die beiden Inseln. Und plötzlich, der Wind drehte erstmal von Nord auf Nordwest. Da haben wir eine Wende gefahren und dann wurde er immer stärker. Wir haben fast 20 Knoten Wind plötzlich gehabt, konnten dann hier wunderbar hochkreuzen. Die Insel Texel ist ein äußerst beliebtes Reiseziel für die Segler vom Eiselmeer. Daher ist der Hafen Odeschild oft überfüllt. Obwohl eine Clubregatta mit über 20 Booten hier Station macht, bekommen wir heute aber einen guten Liegeplatz. Der Wetterbericht hat für den nächsten Tag Nordwest bis West vorausgesagt bis zu 6 Windstärken. Wir hoffen darauf, dass er noch mehr nach West dreht und machen Mola Mola seeklar. Molengat empfängt uns mit
24 Knoten Wind, genau von vorne. Wir haben die Segel geborgen. Die Maschine bringt uns jetzt hier durch diese Ecke durch. Der Wind kommt genau von hier vorne. Und wir müssen jetzt hier einfach so und hier hinten, da können wir wieder die Segel setzen. Seit 2 Stunden sind wir unterwegs. Haben 25 Knoten, zwischen 23 und 25 Knoten Wind. Natürlich fast von vorne. Vlieland ist eine der 5 bewohnten westfriesischen Inseln. 2017 hatte die Insel 1145 Einwohner, 20 Kilometer Sandstrand und 26 Kilometer Radwege. Auf der Furbolsdoin steht in 45 Meter Höhe der Leuchtturm. Auf der Insel befindet sich eine Ortschaft, Ost-Vlieland. Im ältesten Haus der Insel, dem ehemaligen Admiralskontor, befindet sich heute ein kleines Museum. Der Yachthafen, der im Jahr 2007 neu gestaltet wurde, liegt im Südosten der Insel, nahe dem Fährhafen und dem Hubschrauberlandeplatz. Nach diesem herrlichen Imbiss genießen wir den Abend. Die Sonne weckt uns an diesem Morgen. Heute haben wir einen wichtigen Besuchstermin mit unserer Freundin Inge. Sie zog vor vielen Jahren mit ihrem Mann aus dem Rheinland auf die Insel Vlieland. Ich habe sie viele Jahre hindurch in meinem Geschäft betreuen dürfen. So entstand eine nette Verbindung auf die Insel Vlieland. Nachdem ihr Mann 2014 verstarb, lebt sie heute allein in ihrem Traumhaus direkt unterm Leuchtturm. Tut wirklich gut, ehrliche Gastfreundschaft zu erleben. Unsere gemeinsame Zeit rast nur so dahin und ehe wir uns versehen, ist eine Woche rum. Bei herrlichstem Sonnenschein, einfach nur ein Traum. Am Abend schaue ich noch nach den letzten Wettermeldungen, denn es ist für uns Zeit,
die Rückfahrt zu planen. Den ersten Stopp wollen wir wieder in Eimeuden einlegen. 47 Meilen sind es von Eimeuden bis Stellendamm. Letzte Turn von Stellendamm nach Rumpott ist mit seinen 40 Meilen in gut 8 Stunden zu bewältigen. Flieland verlassen wir am nächsten Morgen um 6.10 Uhr, bei ziemlichem Nebel. Langsam verbessert sich aber die Sicht auf ca. eine Meile, sodass wir die Fahrwassertonnen gut erkennen können. Wir waren nicht überrascht. Die Wetteränderung hat sich schon gestern durch einen ganz anderen Sonnenuntergang als an den übrigen Tagen angekündigt. Das Radarbild zeigt den Regenschauer neben uns ganz genau. Bei diesem Wetter ist es besonders schön, ein Radarbild auf die Karte des Plotters legen zu können. Hier können wir nicht nur andere Schiffe und Seezeichen prima erkennen, sondern auch kommenden Regen oder Wellen. Im Laufe des Tages kommt Ostwind auf. Dies ist hier besonders angenehm, weil der Wind vom Land herkommt und dadurch sich keine Wellen bilden. Stunden schaukeln wir in Eimeuden ein. Da ist gerade Aurora reingekommen. Leider habe ich das verpasst. Die kann ich euch jetzt nicht mehr auf dem Bild zeigen. Die ist hier hinter der Mauer verschwunden. Aber wir haben sie jetzt hier auf dem Video drauf. Guck mal. 892 Fuß, ja. Länge, Breite 105 Fuß, 8,40 Meter Tiefgang. Und hier sieht man Ziel. Also sie kommt aus GB, SOU, das ist Southampton. Und sie geht nach NL, AMS, also Niederlande, Amsterdam. Okay, mach mal das Ding weg, dass wir sie mal sehen. Dass wir sie noch mal sehen. Da sieht man ein böses Pferd. Das der ist erste. Der erste. Und wir sind? Und wir sind hier unten, da. Mhm. Ganz cool. Dicht dabei. Ist das Tatastil? Und da kommt jetzt die Ausfahrt auf die Nordsee. Hier kommen heute unsere Klappfahrräder wieder mal zum Einsatz. Die Marinas liegen oft etwas abseits. Mit den Rädern erweitert man seinen Aktionsradius erheblich. Eimeuden liegt südlich der Einfahrt Maasmond des Nordseekanals. An den Schleusenkammern, die direkt zum Hafen Amsterdam führen, wird der Amsterdamer Pegel gemessen. Der Ort ist ein wichtiger Versorgungshafen für die niederländischen Bohrinseln. Das Bunkermuseum in den Dünen dokumentiert einen Teil des 135 Kilometer langen Verteidigungsringes um Amsterdam. Mittwoch, der 31.05.2017. Eimeuden. Herrliche Sonne. 24 Grad. Wind leider nur 5 Knoten aus Nord bis Nordwest. Kurs Süd. Ziel Stellendamm. Maasmond Entrance. Hier geht's in den Rotterdamer Hafen. Die Stena Line geht da gerade rein. Wir hatten uns angemeldet über Funk und meinte, wir sollten schön aufpassen, dann könnten wir da vorbeifahren.
Um 19 Uhr schleusen wir ins Haringsfleet. Hier sind gegenüber Stellendamm einige Moorings ausgelegt und man liegt hier in einem Naturschutzgebiet. Wunderschön. Nach einer ruhigen Nacht im Haringsfleet gegenüber von Stellendamm werden wir jetzt aufbrechen nach Rumpott Marina. Wir machen es mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Es war wunderschön, viel Natur, alles möglich ruhig und ganz toll hier gelegen, aber Mücken ohne Ende, sodass wir jetzt also selbst am Morgen schon hier geplagt werden. Und wir machen jetzt, dass wir hier aus diesem Mückenpfuhl rauskommen. Bei herrlichstem Sonnenschein laufen wir am 01.06.2017 nach 300 Seemeilen zufrieden wieder in Rumpott Marina ein. Wir sind sehr gespannt, was die nächste Reise uns für Abenteuer beschert. Sollte ich euch nun neugierig gemacht haben, dann schaut doch einmal in Episode 2 bis 6 hinein. Dann nehmen wir euch mit nach Belgien, Frankreich, Südengland und natürlich auf die Kanalinseln.